Geht doch. So, was haben wir hier? Eine Bank. Gekauft. Für 1690. Ja, die sind ein bisschen teurer, die Banken. Aber dafür kann ich da gleich mein Geld direkt abheben und gleich etwas investieren eventuell. So, dann lass mal hören. Investitionen. Sie sind zurzeit nicht verbunden. Der Zugang zum Investitionsfeature wurde deaktiviert. Warum bin ich nicht verbunden? Will ich wissen, warum? Muss man da wirklich die ganze Zeit Internetverbindung haben? Das ist ja richtig scheiße. Juhu! Macht Platz da. Stronzo. Oh, der hat gerade gelesen. Der wollte einen auf intelligent machen. Arzt renovieren. Nice. Ich kann auch furunkeln, husten, süßen und okay, er kann ganz viel heilen. Diese Woche verschenke ich meine Arbeit. Okay. Er fordert die doppelte Klinge. Waffen. Ich würde sagen, ich kaufe mir mal den sizilianischen Degen. Und ich würde sagen, ich kaufe mir den Dolch hier von Romulus, den Knochendolch. Und eine Armbrust. Dann bin ich schon wieder komplett pleite, ne? Die sehen geil aus, die Wurfmesser. Treue. Ja, das dauert noch ein bisschen und die Armbrust ist mir jetzt noch ein bisschen zu teuer. Ich warte noch ein klein wenig. So, wieder wegstecken. Und interagieren. Ach ja, schön. Oh. Mein Rücken hat gerade übelst geknackt. So, mal schauen. Jetzt wird wahrscheinlich wieder Dialog kommen. Ich bin ruhig. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Okay, wir wollen also in Rom sozusagen die Kontrolle übernehmen. Um dann sie finden zu können und besiegen zu können. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Oh geil, so stellen wir unsere... Rekrutiert die ersten Novizen. Novizen? Assassinengilde, geil. Bauen wir hier unsere eigenen Assassinen aus und suchen uns die Schüler, oder was? Geil. Das wird immer besser hier.
2 bürgerliche Römer rekrutieren. Was haben wir denn hier? Oh. Bam, bam, bam. Wieder aufs Maul bekommt. Zack. Ach, Mann. Zack. Bam, 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 bam. Zack, 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 zack. Mit dem Bürger reden. Das ist ja richtig fett, ey. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Nice. Oh, wie geil ist das denn? Oh, huhu. Nice. Ihr lasst uns. Wisst, dass unsere Herzen bald wieder mit diesen fetten. Bam. Na, wollt ihr mir etwa was geben? Geil, auch eine Schülerin. Praktisch. Oder ist das ein Kerl? Nee. Nein. Sehr schön. Geil. Wie fett ist das denn, ey? Okay, jetzt haben wir dann eine neue Anzeige hinzubekommen, sehe ich gerade. Und eben konnte man, Dings hier, die eine, den einen im Kampf rufen praktisch. Der hat Eier aus Messing? Naja. Egal, wir wollen erstmal sehen. Gehen wir erstmal hier lang. Und es wurde ja auch gesagt, es gibt Assassinen-Missionen, die zur Verfügung stehen. Oh ja, und das nicht zu knapp. Assassinenturm. Taubenschläge. Assassinenturm. Das gucke ich mir auf jeden Fall gleich auch nochmal an. Erstmal. Ah ne. Das brauche ich mir hier gar nicht anzugucken. Da kann ich direkt mal. Ich will jetzt mal dahin. Da muss ich dorthin. Alles klar. Und da können wir gleich noch 2 rekrutieren auf dem Weg. Und dann gehen wir dahin. Okay. Beschädigtes Aquädukt. So, da das eh sich nicht lohnen würde, zack, Assassinenturm ausgewählt und ab dahin. Alles klar, das finde ich ein richtig fettes Feature. Das ist awesome. Darauf freue ich mich schon richtig, das so weiter auszubauen, sage ich mal. Gut, hier lang, hier lang, hier lang. Ey, aus dem Weg, Spasti. Oh, die diskutieren gerade, wie Italiener. So, Mercante d'Arte. Schatzgarten! Antico-Schätze. Vielen Dank. Kommt bald wieder. Die Mann, die mir. So. Hier gibt's einen Schneider. Oh, Pferd rufen wollte ich jetzt nicht. Aber gut, haben oder nicht haben, würde ich sagen, ne? Jawohl, ja. Okay. Hui! So, wie ich da gerade sehe, ist hier Katzensprung weiter die Geschichte. Was haben wir hier? Die Gilde. Untersuchen. 29.000. Etwas zu teuer noch.
Ein klein wenig. Aber wir können dann noch einen weiteren Assassinen rekrutieren. Das machen wir doch direkt mal. So, will ich mir mal angucken. Oh, fett! Geil! Die haben die mal eben kurz eliminiert. Wie heftig ist das denn? Das bockt ja mal übertrieben. Die Befreiung Roms hat begonnen. Nice Sache. Das war sehr tapfer, Signore. Grazie. Bitte, zeigt mir, wie man so kämpft. Sehr schön. Das gefällt mir immer besser. So, das hier war auch, glaube ich, viel zu teuer, ne? Nein, ein Untersuchen. Jo, 27.000, etwas über meiner Preisklasse. So, aber hierhin wollte ich ja gar nicht. Ich will da oben hin. Was sehen meine Augen denn da? Eine Borgia-Flagge, die muss ja sofort entfernt werden. Frage ist nur, wie kommt man da am besten hin? So schon mal nicht. Nee, ich bezweifle, dass daraus ein Schuh wird. Von dieser Seite geht's auch nicht. Da auch nicht. Gut, dann suche ich mir einen anderen Weg, einen anderen Mal. Beschädigtes Aquädukt reparieren. Das wollen wir natürlich machen. Das wäre noch nicht ganz so teuer. Das konnten wir uns noch leisten. Wo ist denn hier der Bimbo? Hätte ich fast gesagt. Wie heißt er noch gleich? Genau, Bimbo. Wo ist denn der Bimbo? Oh, geil. Und wir können wieder Assassinen rufen. Oha. Das wird noch richtig spaßig, glaube ich. Was ist das da? Ah, eine Schatztruhe. Schneiß. Kommen wir so nicht hin. Gut. Dann nicht. Von mir aus. Ah, Taubenverschlag. Das gucke ich mir mal an. Das leuchtet. Was kann man denn hier machen? Interagieren. Da konnte man ja eigentlich einmal Auftragsattentate annehmen, aber... Mission. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Salvatore Salucci ist der Assassinengilde beigetreten. Okay, Assassinensignal verliehen. Ein neues Assassinensignal wurde verliehen. Ein neues Assassinensignal wird jeweils für den ersten und den vierten und den sechsten Rekruten der Assassinengilde verliehen. Die Signale werden abgezogen, wenn Rekruten sterben oder auf Missionen entsandt werden. Okay. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Laura Bucanera. Bucanera? Ist der Assassinengilde beigetreten. Lamberto Luini. Okay, Assassinen. Ah, geil, die müssen sozusagen aufgelevelt werden. Deswegen konnten wir da wahrscheinlich auch nicht rum. Konnten wir da wahrscheinlich auch noch nicht hin. Weil wir den noch brauchen. Ah, und wenn wir den haben, dann haben wir zwei Assassinen-Signale. So. Ah, okay, wenn man mit der kämpft... die also Waffen und so ein Kram. Kleidungsfarben. Weinrot, Azur, Smaragd, Purpur sieht geil aus. Oh, Ebenholz so schwarz. Ich glaube, ich nehme Purpurrot. Bei der passt irgendwie. Okay, zurück. Aufträge, was haben wir denn da? In Florenz, in Rom. Ein verfügbarer Auftrag, okay. Rom, Schwierigkeitsgrad 1. Alles klar, das schafft ihr ohne Probleme. Dann würde ich sagen, Mission starten. 6 Minuten nicht verfügbar sein, Erfolgsaussichten 100%. Mission akzeptieren, dann soll die das mal schön machen. Alles klar, zurück. Gibt es denn 7 verfügbare Aufträge? Okay, in Rom haben wir
Paris.